Hallo und willkommen zurück zu Feuerwehr 2014. Wir haben die zwei Kollegen hier ja befreit, die anscheinend auch nicht raus wollen und die noch nicht mal dankbar sind. Zu machen können wir das ja leider nicht, weil wäre ein bisschen lustig gewesen, aber naja, auch oh, schon wieder eine, ja, Kollegen jetzt nicht, ja, sondern eine, die ihre Dienste verrichten muss. Die jetzt aber anscheinend abhaut, weil die uns gesehen hat. Anscheinend steht die nicht auf Feuerwehrmänner. Oder doch, aber die hat jetzt andere Termine. So, die Türen wieder zu machen. Die Klappe auch. Die war sowieso zu. Und dann wieder rein. Wenn man jetzt mal guckt, wenn der jetzt aufsetzt, das Teil, die Karosserie bleibt zu starr. Da die bewegt sich keinen Millimeter. Aber gleich beim Fahren bewegt sich das Teil schon. Jetzt können wir alles ausmachen und zurück zur Basis fahren. Die ist links runter. Und so langsam wird es auch dunkel. Und dann noch weiter geradeaus. Da können wir noch mal kurz tanken. Sicher ist sicher. Aber ich muss sagen, der Wechselleiter ist deutlich besser in der Stabilität. Das merke ich jetzt schon mal. Aber trotzdem wollen wir es natürlich nicht weiter strapazieren, die Fahreigenschaften, ne? Bevor das Teil gleich doch noch umkippt. Hier sehen wir wieder Bambi. Ein kleines Hoppelhäschen. Geschlafen haben wir ja schon, das können wir jetzt leider nicht mehr. Obwohl eine Runde Schlaf würde uns sicherlich noch gut tun. Wieder hier in der Mitte schön, bei der FIS-Tankstelle. Ja, das reicht perfekt. Wo ist denn der Tankdeckel wieder auf der anderen Seite wahrscheinlich? Ja. Einmal mit dem Finger angetippt und schubst ist der Teil auf. Rein da mit dir. Ach, hier gibt es genauso viel rein wie bei den anderen Fahrzeugen. Wir tanken natürlich in Diesel, weil Bio 10 wollen wir natürlich nicht. Das ist ja nicht gut für die Umwelt. Obwohl zeigt ja auch was an, wenn wir den Deckel auflassen. Ach, egal, machen, lassen wir den mal zu. Damit alles seine Richtigkeit hat. Jetzt können wir auch mal anmachen. Es wird ja so langsam düster. Und jetzt unterhalten wir uns mal mit unseren Kollegen. Gleich, wenn er widerspricht mit uns. Wir wollen ihn ja jetzt hier nicht zum Reden animieren. Einsatzbefehl für Florian 8. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier hat eine der Brandmeldeanlagen ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Passt auf euch auf. Solltest Florian 8 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Danke für die Info, das finde ich auch. Das Problem ist jetzt allerdings, dass ich nicht weiß, wohin ich muss. Weil auf der Karte, ich habe jetzt ganz rausgezoomt, und auf der Karte wird nichts angezeigt. Das ist natürlich jetzt auch nicht so optimal. Fahren wir mal durch die Stadt. Vielleicht werden wir daraus ja schlauer. Ach, hier vorne blinkt es jetzt, okay. Sind wir doch richtig? Hat er eigentlich eine andere Hupe? Nein, das ist die gleiche Hupe.
glaube, es ist ein Verkehrsunfall diesmal. Wenn ich mich nicht irre. Zeit haben wir ja noch genug, deswegen brauchen wir jetzt nicht Gas geben. Obwohl doch Gas geben müssen, weil es zählt ja. Es kann ja auch auf Sekunden ankommen bei verletzten Personen. Deswegen wollen wir doch nicht trödeln. Oh, und plötzlich ist es wieder Tag. Hui. Im Gewerbegebiet ist wieder ein Einsatz, okay. Bitte nicht rein. Aber warum seid ihr halt überhaupt? Die fahren eh rein. Das bringt eh nichts. Florian 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort. So, brennt hier was? Nein, ist wieder ein Brandmeldealarm. Nichtsdestotrotz können wir mal. Ja. Absatteln. Der rot leuchtende Brandmelder hat ausgelöst. Überprüfe die nähere Umgebung und vergewissere dich, ob es nur ein Fehlalarm ist oder ob wirklich ein Feuer ausgebrochen ist. Sobald der Brand gelöscht ist, jupp, es brennt. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken, es brennt lichterloh. Da holen wir auf jeden Fall schon mal einen Schlauch und vorsichtshalber eine Axt mit. Kann ja nicht schaden. Die Axt ist hier. Ich muss ein bisschen näher ran. Und jetzt ein Schlauch. Obwohl, wir haben ja nur einen Feuerlöscher, fällt mir gerade ein, oder? Okay, hoffentlich ist das jetzt nicht. Ist das jetzt kein größerer Brand. Sonst haben wir nämlich die sogenannte Arschkarte. Können wir jetzt hier die Tür aufmachen? Das Einschlagen halte ich jetzt mal für unwahrscheinlich. Oder wir müssen Einsatz anfordern. Vielleicht geht das ja. Weil es ist nur ein Fahrzeug ausgerückt. Und wenn es nämlich jetzt hier oben ist. Oh, okay. Oh, das könnte hochgehen, sehe ich gerade. Wir müssen das jetzt schaffen mit dem Feuerlöscher. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Weil die Verstärkung können wir ja anscheinend nicht anfordern. Langsam sollte das Feuer mal ausgehen. Aber jetzt nicht mehr so mega viel im Feuerlöscher drin haben. Ach, so gut ist das aus. Hier noch das bisschen. Da müssen wir den Brandmelder bestätigen. Weil viel Zeit haben wir nicht mehr. So kurz gucken, wenn es irgendwo noch so glüht, dann ist es noch nicht gelöscht, aber es sieht so aus, als ob es gelöscht ist. Ja, dann gucken wir, melden wir mal den Brandmelder ab und wenn wir alles richtig gemacht haben, alles gelöscht haben, geht das auch. Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und die Anlage wieder zurückgesetzt. Verstanden. Florian, okay, wir haben es geschafft. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Der ist natürlich wieder im Staugebilde, das kennen wir ja. Und der hat uns anscheinend touchiert, aber mehr als das. Die Axt kommt hier rein, jetzt erstmal wieder auswählen, war ja auf der 1. Wie auch immer man das auswählen kann, wir wissen es nicht. Ah, doch jetzt. Leute, hört doch mal auf zu hupen, Mann. Wir haben einen Einsatz oder hatten einen. Ach, es gehen beide Seiten direkt runter. Okay.
Wir dürfen nicht vergessen, den Feuerlöscher aufzufüllen. Sonst haben wir beim nächsten Einsatz ein kleines Problem. Deswegen jetzt sofort zur Wache und den auffüllen lassen. Was heißt auffüllen lassen? Wir müssen ihn ja selber auffüllen, deswegen. Erstmal gucken, wie wir hier. Okay, jetzt die Feuerwache und Abfahrt geradeaus, okay. Hallo, häng uns doch nicht auf die Fersen, Mann. Idiot, Mann. So. Tanken brauchen wir nicht, das haben wir ja vorhin erst gemacht, vor dem Einsatz. Jetzt erstmal zurück zur Feuerwache und unbedingt den Feuerlöscher gleich mal auffüllen. Es sei denn, wir schaffen die Schicht, bevor ein Einsatz kommt. Und dann bekommen wir ja wahrscheinlich ein neues Fahrzeug und dann ist der Tanker eh. Also dann ist ja automatisch alles aufgefüllt. Jetzt hören wir schon die Grillen, so leise ist das hier. Trotz geschlossenem Fenster, okay. Einsatzbefehl für Florian 8. Aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Wildunfall. Viel Glück. Florian 8 an Leitstand. Ich frag mich da ehrlich gesagt, Einsatz auch angenommen. Noch, wie das hier alles passieren konnte. Ich habe doch nur Let's Plays von den Fizz Feuerwehrspielen gemacht und auf einmal hier auf dem Beifahrersitz. Ah, diesmal sind wir nicht alleine. Hinter uns ist noch ein Feuerwehrauto aus dem Florian 4, müsste das sein. Sehen wir ja, es klebt direkt hinter uns. Ja, und jetzt signalisiert er uns, dass er überholen möchte, aber das lassen wir nicht zu. Wir büßen ja schon 100. Aber jetzt ist er eh wieder am Einsatzort. Ah, diesmal sind sie nicht vor uns, also im Einsatz, sondern... Also die wurden nicht hingebeamt, die fahren selber dahin, aber wir werden die eh nicht mehr schaffen einzuholen. Dafür sind die so weit weg. Komm, tritt drauf, das hört sich echt nicht gut an. Ja, ich geb doch schon Gas. Mehr als das Pedal bis zum Boden durchdrücken geht schon gar nicht mehr. Hier ist das schon okay. Wir hatten ja 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Hier hatten wir ja auch schon einen Einsatz, wo das mit dem Baum. Da ist ja ein Baum halt durch ein Gewitter auf dem Auto gekracht. Da müssen wir die Person befreien. So, hier reicht's. Damit wir hier auch schön Platz haben. Aussteigen, zuerst das Feuer löschen. Das Gute ist, oder auch nicht. Ich dachte, es ist hier ein Löschfahrzeug da, aber leider sind es doch nur der Krankenwagen. Verstärkung können wir irgendwie doch nicht anfordern. Das wird jetzt echt knapp. Und blöderweise ist es hier nur ein Feuerlöscher. Deswegen schön nah dran. Okay. Der Rettungsschirm jetzt die Fahrerin befreien. Die ist da auf der anderen Seite mal wieder. Und zwar hier diesmal. Aber wie es mit dem Einsatz weitergeht und ob wir die Personen befreien können, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!